Man könnte es ja fast andersrum sagen, dass eigentlich Russland, Putin, derjenige ist, der unsere westlichen Werte verteidigt. Wir tun es ja nicht mehr. Wir haben sie ja schon aufgegeben. Wir lassen es zu, dass jeden Tag so und so viele Dutzende Menschen von irgendwelchen Drohnen ermordet werden. Wir schauen dazu. Wir schauen seit, wie viel sind es jetzt, 12, 13 Jahre, schauen wir zu, dass Menschen seit über 10 Jahren in Guantanamo inhaftiert sind, keinen Prozess kriegen, nichts. Und wir gucken einfach zu und wir sagen nichts dazu. Das ist doch lächerlich. Wo sind denn da bitte unsere Werte, die wir jetzt verteidigen wollen, angeblich gegen Russland? Da kann einem doch der Kamm schwillen. Ja. Ist es denn, Stichwort westliche Werte, finde ich auch noch eine sehr schöne, ja, ich sag mal, Treppenwitz, wenn es nicht so grausam wäre am Rande. Wo sitzen eigentlich die meisten Inhaftierten in der Welt? Das ist ein gutes Ding. Also, da gibt es ganz frische Zahlen. Ja. Die sind einfach nur unglaublich. Es ist so, die USA haben bevölkerungsmäßig etwa einen Anteil von 4% an der Weltbevölkerung. So, von allen Inhaftierten der Welt sitzen 25% in USA in Haft. Das heißt, in den USA sind sechsmal mehr Inhaftierte pro Einwohner als im gesamten Rest der Welt. Das hat, Das glaube ist ich, das Vorbild für unsere westlichen Werte. ja, Wollen wir dahin? es gibt, glaube ich, noch eine zweite. Ich glaube, jeder dritte Amerikaner. Jeder dritte Amerikaner ist vorbestraft. Ja. Jeder dritte, das muss man sich mal klar machen. Und hier kommt noch eine Weiterung, die in der Regel überhaupt nicht beachtet wird. Wenn man in Amerika vorbestraft ist, dann hat man kein Wahlrecht mehr. Dann muss man erst anschließend sich dieses Wahlrecht wieder kaufen. Das kostet Geld. Und je nach Staat bis zu 10.000 Dollar. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn also 30% der Amerikaner vorbestraft sind, wie viele davon sagen, nö, also die 10.000 gebe ich nicht auf, weil es ist eh scheißegal, wer da regiert. Das heißt Ach, also. das wäre etwas, wofür ich am allerwenigsten auch in diesem Land hier Geld ausgäbe, wenn Richtig. es darum Ja? ging, zu wählen oder nicht zu Ja. wählen, weil das sowieso völlig uninteressant ist. Also die USA haben offiziell seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr 1.000 Milliarden Dollar Außenhandelsdefizit. Das ist mal ungefähr 3 Milliarden jeden Tag. Da reden wir nebenbei von Griechenland, vergessen was. Naja. Ne? So, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil aus völlig unbegreiflichen Gründen wird in das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, werden die Einnahmen aus dem Finanzsektor mit eingerechnet, obwohl die mit Produkt überhaupt nichts zu tun haben. Das sind reine Geldgeschäfte, die keiner wertschaffenden Arbeit entstammen. Und diese Einnahmen, dieser Anteil am BIP, sowohl der USA als auch Englands, liegen über 28%. Das heißt, wenn wir jetzt das realistische Und lehnen Außenhandelsdefizit den Casino-Kapitalismus raus aus dieser richtig, Bilanz. dann müssen Ja. wir das Außenhandelsdefizit sowohl von Großbritannien als auch von der USA mindestens verdoppeln. So, und dann sind wir an einer Stelle, die heißt, dass etwa 40% dessen, was die USA, die US-Bürger konsumieren, nicht eigener Arbeit im eigenen Land entstammen. Das ist einfach mit gedrucktem Geld und mit Finanzbetrügereien ergaunert. Um das jetzt nochmal umzusetzen auf eine begreifbare Zahl, in etwa jeder durchschnittliche Haushalt in den USA verbraucht jeden Monat Güter im Wert von 1.000 Dollar, für die im Land der USA kein Strich Arbeit geleistet worden ist. Darüber muss man sich klar sein. Und jetzt kommt noch der Punkt: Wer leistet den größten Anteil daran? Deutschland natürlich. Diese 220 Milliarden Euro, die wir Außenhandelsüberschuss hatten im letzten Jahr, die müssen ja irgendwo hin. Und die sind letztlich, gehen die nach USA. Also ist der Umstand, was einem ja auch hier immer erklärt wird, dass wir Exportweltmeister und wie großartig das alles ist und welche tollen Handelsgeschichten wir mit den USA haben. Wir bringen die Ware und bringen auch noch die Kohle, mit der die dann unsere Ware bezahlen. Also ist es ein gigantisches Minusgeschäft und eine gigantische,
ich sag mal, Volksverarschung, hier zu sagen, wir sind Exportweltmeister und die Partnerschaft für den USA ist großartig. Das Gegenteil ist richtig. Es ist noch viel schlimmer, weil diese 220 Milliarden allein des letzten Jahres, die sind auf keinem Konto verbucht. Wir haben seit 1971, 1971 ist ein spannendes Jahr, weil ja da die Goldbindung des Dollar abgeschafft wurde und dementsprechend wurde auch zum Handelsausgleich kein Gold mehr verschoben. Also diese 3000 Tonnen Gold, die Deutschland hat, haben wir ja eigentlich nicht, weil sie liegen ja irgendwo in Geiselhaft in den USA oder London oder sonst wo. Aber diese 3000 Dollar sind alle alle vor 1971 entstanden. Von da an wurden unsere Außenhandelsüberschüsse nicht mehr in Gold verrechnet. Jetzt müsste also die Frage auftauchen, Moment, wo sind denn die eigentlich gebucht? Und diese Frage habe ich der Bundesbank gestellt, vor 2,5 Jahren. Und dann kriegte ich so 5-mal hin und her gemailt, die tollsten Antworten, gucken Sie in die Statistik, lesen Sie die Bücher und Ding, alles Quatsch. Ja, dann habe ich die einzige Frage gestellt, die sie mir dann, ich habe sie, glaube ich, ein bisschen wütend gemacht, ehrlich beantwortet haben. Und die Frage hieß, nehmen wir den theoretischen Fall an, dass Deutschland irgendwann in näherer Zeit ein Außenhandelsdefizit erleidet. Könnten wir dann dieses Defizit mit den akkumulierten Außenhandelsüberschüssen der letzten 40 Jahre verrechnen? Und hier kriegte ich die einzige klare Antwort, und das heißt nein. Das heißt, also sämtliche Außenhandelsüberschüsse der letzten 40 Jahre sind im Finanznirwana verschwunden. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland keine Währungsreserven hat. China, Nummer zwei als Exportweltmeister, hat um die 5.000 Milliarden Dollar Währungsreserven. Russland hat seit Putin da ist über 500 Milliarden Dollar Währungsreserven angesammelt. Deutschland hat keine. Praktisch überhaupt keine. Wir haben gerade so einen kleinen Puffer. Wir sind um das, was wir dort erwirtschaftet haben, was auch letztendlich wir mit unseren Steuergeldern erwirtschaftet haben, werden wir Jahr für Jahr betrogen. Ja, das ist weg. Das ist weg, ja. Man könnte das, wie das Gold faktisch auch weg ist. Richtig. Ob das Gold überhaupt noch da ist, weiß kein Mensch. Ja. Weil es ist ja nicht mal erlaubt, dass uns jemand von unserer Regierung dorthin fährt und sagt, ich möchte das Gold mal sehen oder anfassen. Als Martin Hohmann im Bundestag diese Frage gestellt hat, wo denn das deutsche Gold sei, ist das einer seiner Sargnägel gewesen, weswegen ihn Merkel dann letztendlich entsorgt hat. Ja, entsorgen musste, will ich jetzt mal sagen. Entsorgen musste. Das wiederum stellt oder führt natürlich zu der Frage, gibt es einen Handlungsspielraum deutscher Politik oder ist sie wirklich, sind Politikdarsteller, wie Andreas Popp das so schön sagt, wie Merkel und Konsorten oder Gauck, der jetzt sich hier als der Oberkriegshetzer geriert und Formulierungen aus einem Strategiepapier eines amerikanischen Thinktanks in der Neugestaltung deutscher Außenpolitik von sich absondert. Sind das wirklich nur Marionetten? Also diese Frage wird ja sehr kontrovers diskutiert. Und ich denke, der einzige Weg, wirklich festzustellen, ob es so ist oder nicht, ist der, den ich jetzt beschritten habe. Vor letzte Woche habe ich eine Petition gestartet. Diese Petition hat den Titel Verfassung, Friedensverträge, Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. So, und ich denke, der Weg, um diese Frage wirklich zu klären, kann nur darüber führen, dass wir sagen, wir wollen jetzt die Verfassung haben, die uns vor über 25 Jahren versprochen worden ist. Ich meine, mit dieser Wiedervereinigung und dem 2+4-Vertrag, da wurde sehr klar gesagt, dass wir jetzt, ja, vor 25 Jahren, eine Verfassung zur Abstimmung vom gesamten Volk kriegen, so wie es auch der Artikel 146 des Grundgesetzes vorsieht. Das Grundgesetz wird in seinem Präambel ja als Übergangslösung, als Provisorium beschrieben. Und das ist es auch. Ja, also der 146er legt klar, dass es an dem Tag seine Gültigkeit verliert, an dem das freie deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine eigene Verfassung gegeben hat, was ja diesen Übergangsstatus nochmal ausdrücklich im 146er unterstreicht. Genau.
Ja, dann gibt es noch den 139er, glaube ich, ist das, wo die Amerikaner sich das Recht vorbehalten, das zu verbieten. Also hier wird sehr kontrovers darüber diskutiert. Da ist ein Professor von der einen Seite und ein meistens Nicht-Professor von der anderen Seite. Also die Seite, die sagt, wir sind nicht souverän, sind meistens keine Professoren, ist egal. Ist egal, hat nichts zu sagen. Aber das kann man eigentlich nur klären, indem man sagt, Leute, wir wollen jetzt die Verfassung haben, lass uns das machen. Und dann die ganzen Weiterungen. Erst wenn wir eine Verfassung haben, können wir Friedensverträge schließen, etc. und so weiter. Ich meine, wir haben den Status, dass es in Deutschland exterritoriale Gebiete gibt, die von den Amerikanern beherrscht werden, von denen aus die Amerikaner Krieg führen, von denen aus Drohnen gesteuert werden, mit denen Menschen weltweit ermordet werden. Und dieser Zustand, diesen Zustand erachte ich als untragbar, genauso untragbar, wie wir den Mund halten und nicht sagen, Amerikaner, macht mal endlich einen rechtsstaatlichen Zustand aus eurem Guantanamo. Und aus verschiedenen anderen Dingen im Land auch noch. Also, da könnten wir jetzt 5 Stunden weitermachen. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Der Springer-Konzern, der hat eine Betriebsverfassung. Und in dieser Betriebsverfassung, da gibt es ganz klare 5 Punkte, die jeder, der einen Arbeitsvertrag bei Springer unterschreibt, einhalten muss. Einer der Punkte davon ist, dass er niemals etwas schreiben oder veröffentlichen darf, was das deutsch-amerikanische, das transatlantische Verhältnis beschädigen könnte. Das andere ist, dass er niemals was schreiben darf, was gegen Israel gerichtet ist. So, und jetzt ist es so, also wir haben hier ganz, das sind noch 3 Punkte, die sind ähnlich wunderbar. Ne? Das heißt also, wir haben hier in Deutschland einen ganz klaren Zustand, dass jeder Journalist und Mitarbeiter, der bei Springer arbeitet, unterschreibt einen Vertrag, dass er nicht das schreiben darf, was er will. Ja, vor allen Dingen. Und jetzt, aber jetzt kommt der Witz. Ja, ja. Bei keinem russischen Sender, Zeitung oder sonst was gibt es irgendetwas derartiges, irgendeine derartige Vertrag, den man unterschreiben muss, bevor man dort arbeiten anfängt. Und dann stellen wir uns hin und sagen, in Russland darf man nicht schreiben, was man will. Ja. Also das ist genau das, was andauernd gemacht wird. Das, was man selber tut im Westen, wirft man mal präventiv Russland vor, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Also ich meine, betrachten wir doch mal ganz realistisch, wer sind unsere Freunde oder nicht. Also 1917 haben uns die Amerikaner den Krieg erklärt. Im Zweiten Weltkrieg ist es so, dass es dargestellt wird, dass Deutschland Amerika den Krieg erklärt hat, was juristisch gesehen richtig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die USA, der Präsident Roosevelt, bereits im Sommer 1941 die Anweisung gegeben hat an seine Marine, auf jedes deutsche Schiff, das sie sehen, zu schießen. Ohne Kriegserklärung. Zeitgleich haben sie nebenbei Island besetzt und Grönland, die Amerikaner. Ne? Also alles völkerrechtswidrig, wunderbar. Pearl Harbor getrickst. Richtig. Wissen so, wir auch. Dann haben sie uns also befreit. Und nach dieser Befreiung, nach dem 8. Mai 1945 bis zum Jahr 1949, sind unter der Oberaufsicht der Alliierten, vor allem der USA, mindestens nachweisbar 13,4 Millionen Deutsche umgekommen. Davon etwa 2 Millionen in Gefangenschaft auf den Rheinwesen, also deutsche Soldaten etc. So viel zu unseren Freunden, die uns befreit haben. Wie sieht's heute aus? Wir werden ausgebeutet von den USA. Die Amerikaner liefern uns faule Kredite, bezahlen ihre Schulden gar nicht. Und wenn, mit frisch gedrucktem Papier. Ne? Und jetzt gucken wir uns auf der anderen Seite Russland an. Russland liefert uns das, was wir brauchen, nämlich Energie. Gleichzeitig ist Russland für uns ein nahezu unendlicher Markt im Moment. Also da können wir hinliefern noch auf Jahrzehnte. Diese Zusammenarbeit mit Russland ist äußerst fruchtbar. Betrachten wir auf der anderen Seite, fällt dir mal auf Anhieb irgendetwas ein, was wir wirklich aus USA beziehen müssten, was wir unbedingt brauchen, außer Chlorhühnchen? Oder gentechnisch veränderten Äpfeln? Ja, oder solches Zeug. Toxische Coca-Cola? Ja, zum Beispiel. Und kommen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Computern. Weil es gibt keine amerikanischen Computer. Das iPhone wird in Taiwan gebaut, etc., etc., etc. Und alles, was man aufschraubt, was Elektronik ist, wo dann eventuell noch Made in USA draufsteht, das schraubt man einmal auf und dann sieht man, dass kein einziger Chip ist, der in den USA hergestellt worden ist. Also
Meines Erachtens gibt es überhaupt nichts, was wir brauchen, was die Amerikaner uns liefern können.